Jetzt bin ich bei euch. Gut. Danke, Norbert. Vielen Dank für den Vortrag. Wir wissen, das Thema ist brandaktuell. Mensch, Person. Es geht nur noch um das. Wir müssen uns entscheiden, wo wir auf welcher Seite, dass wir hier stehen. Und ich werde ja, wie schon mal gesagt, am 24. genau über dieses Thema als souverän. Ich bin nicht mehr nur Mensch. Ich bin Mensch. Das Wort Mensch gibt es in Zukunft nicht mehr. Es ist mit so viel Ballast, mit so viel Fluch, Leid, Schmerz, Schreien. Wenn ich hinhöre zum Mensch, dann höre ich Milliarden von Menschen schreien. Darum muss es weg. Wir sind neu die Mens und ich bin ein souveräner Mens. Mein Name ist Heino. Der Name Fankhauser existiert so nicht mehr. Ich unterschreibe nur noch in meinem eigenen Willen, zu meinem Vorteil unterschreibe ich irgendwelche Dokumente, sonst gibt's den Namen Fankhauser nicht mehr. Und das wird in Zukunft das Thema sein. Und es ist wichtig, solche Portale, wie wir jetzt auch machen, alles zu vereinen. Wir haben 30 Jahre Netzwerke geschmiedet, aber leider vergessen, die Knöpfe zu machen. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir die Knöpfe machen, weil bis jetzt sind die Fischer davon geschwommen. Ich danke dir, Norbert. Vielleicht ein anderes Jahr wieder. Danke dir. Nochmal einen Applaus. Danke. Der Urs Hans ist unterwegs, der wird kommen. Ich probiere das Ganze ein bisschen spontan zu überbrücken und möchte da eigentlich beim Norbert noch ein bisschen anhängen, weil wir sind heute, vielleicht habt ihr schon in der letzten Zeit von der Freeman-Bewegung gehört. Ich habe zum Beispiel vor über einem Jahr mit dem Staat einen Vertrag geschmiedet, also nach meinen Bedingungen. Einen Brief verfasst, der mich als Mensch ausweist, der die Person von sich weist und ganz klar dem Staat mitteilt, wenn er mit mir neu verhandeln will, muss er mich mit Mensch als Mensch behandeln und die Person reagiert nicht mehr. Ich habe einige Beispiele. Natürlich zahlt man da verschiedene Sachen nicht mehr, Staatssachen wie Steuern, Krankenkasse, und so weiter. Und wie vorhin schon mal gesagt, ich bin Diabetiker, ich brauche Insulin ab und zu. Der Norbert hat auch gut gesagt, wieso muss ich was bezahlen, wo mir der Staat sagt, das sei obligatorisch. Aber wenn mir der Staat geholfen hätte, schon als Kind, wäre ich heute nicht krank geworden, weil dann hätte ich nicht so viel Zucker und Süßigkeiten und Coca-Cola in mich reingestoßen. Und nichts, was der Robert hier gesagt hat, nichts, wieso lernen wir nicht das in der Schule? Wieso kriegen wir in der Pause, Sie meinen es ja gut, aber wieso kriegen wir Sirup, reiner Zucker? Wieso lernen wir nicht über Wasser und so weiter? Und da bin ich auch nicht gewillt, dann die 400 Franken für mich alleine zu bezahlen, wovon ich weiß, wenn ich 80 Franken bezahlen würde, wäre unsere Gesundheit finanziert. Und mit den restlichen 320 Franken finanzieren wir die Krankheit, nicht von uns, die Krankheit dieser Leute, die dieses System installieren. Und vielfach werden wir krank, weil wir es unterstützen. Und das wird in Zukunft die Frage sein, wollen wir das weiter, wollen wir weiter Steuern zahlen, wo wir genau wissen, dass Kriege finanziert werden, dass Terrorismus finanziert werden, dass Kinder sterben tagtäglich, nur weil wir hier im Westen den Hals nicht voll kriegen. Ich habe den Hals auch voll, aber nicht vor Geld oder was auch immer, sondern voll von diesen Betrügern, von diesen Lügnern. Ich habe genug. Ich mag nicht mehr und ich wünsche mir endlich, dass ihr auch aufstehen könnt und endlich sagen, bis hier und nicht weiter. Ich habe da so einen Spruch, das kommt dann aus einem Film in den 60er Jahren. Und ich sage denen da oben, den Eliten, und ich darf das, sie können mir nichts mehr. Ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Es geht noch weiter, ich würde noch sagen, ich mache diese Scheiße nicht mehr mit. Und es ist wirklich eine Scheiße.
Schaut euch hier um, ich kenne viele Leute von euch. Ich weiß, wie hart ihr arbeitet. Ich weiß, dass ihr Familien habt, dass ihr Familienväter seid. Am Ende Monat reicht's knapp. Für wen gehen wir arbeiten? Zu 80% für den Staat. Reklamieren tun wir jeden Tag. Montagmorgen Klumpen im Bauch. Oh, wieder arbeiten. Ruft an, geht nicht mehr. Wo ist das Problem? Entscheidet euch endlich. 70% der Menschen haben schon gekündigt. Seit Jahren. Aber sie sind immer noch da bei der gleichen Arbeit, bis sie pensioniert sind. Und was sie machen, ist Selbstmitleid. Und ich denke, hier drin sind auch ein paar. Denen geht es ähnlich. Macht den Schritt. Macht die Kündigung, schließt eine Türe und morgen geht ein Tor auf. Daneben. Ich hab's erfahren. Sobald ich aufgehört habe, an den Staat zu glauben, Sozialämter, RAF, Arbeitslosenkasse, alles ist weg, ich habe nichts mehr. Ich habe noch zwei Versicherungen. Die eine ist die Haftpflicht für die Wohnung, weil ich den Mieter nicht schädigen will. Das zweite ist die Haftpflicht für das Auto, weil ich, wenn ich einen Unfall baue, jemand überfahre, den ich schädigen will. Sonst habe ich nichts mehr. Eigenverantwortung und Selbstsicherheit. Betonung auf selbst. Unsere Sicherheit kommt immer vermeintlich von außen. Versicherung. Das Ver ist immer eine Negativsilbe. Ver zerreißt alles. Ver zerreißt alles. Also wir wollen nicht eine Versicherung, wir wollen eine Sicherung. Und in der Sicherung ist das Wort sich und ich. Also Icherung eigentlich. Aus der Icherheit wird die Ich-Erhalt. Das Heid wird zu Halt. Schaut das Video bei uns auf dem YouTube-Kanal vom Joe Kreisel. Dann wisst ihr, von was ich rede. Lernt endlich die Worte zu verstehen. Dann versteht ihr auch, was diese Betrüger in den Nachrichten sagen. Und sie lügen von morgens bis abends. Und ich hab die Schnauze voll. Okay, noch das letzte Wort möchte ich noch sagen. Ich finde es schön. Ich genieße diesen Applaus. Ich genieße auch, wenn Leute zu mir kommen und sagen, danke Heino, schön, was du machst. Aber ich möchte zurückdanken. Vor anderthalb Jahren waren wir hier in diesem Raum. Viele Leute waren da. Ich frage euch, was habt ihr gemacht in den anderthalb Jahren? Was wurde mit dem Wissen vor anderthalb Jahren hier? Was wurde daraus gemacht? Ich brauche keinen Applaus. Ich kann kaum mehr sprechen. Ich brauche keinen Applaus und kein Schulterklopfen. Ich brauche Leute, die handeln mit mir. Zusammen, nicht hintereinander. Ich bin kein Führer. Ich brauche hier brauche ich Leute. Und nicht hier oder hier. Wir zusammen. Und dann können wir nämlich aneinander zusammen applaudieren und auf die Schulter klopfen. Und das ist mein Wunsch. Danke. Yeah.